Hey Leute, willkommen zurück zu Temtem. Ich habe mich in der Zwischenzeit anders entschieden und zwar die Aquamarinenhöhlen lassen wir erstmal außen vor. Wir wechseln erstmal das Ufer und gucken uns mal auf der Seite hier um. Mal schauen, was es hier alles so Tolles gibt. Kann hier gar nicht so runterlaufen, interessant. Warum ist denn das da? Warum ist das dann hier? Warum ist das hier so ein abgesperrtes Gebiet? Gut, aber... Ja, nee, egal. Da geht's gar nicht weiter. Okay, dann müssen wir doch hier noch das am Wasser runter. Ich dachte erst, da wird's gleich so weitergehen. Oh, ja, hier haben wir natürlich Mini-Temporium. Dann können die sich alle erstmal heilen, auch wenn die alle noch in ziemlich guter Verfassung waren. Was soll's? Gucken wir mal, was können wir denn hier kaufen? Ich hätte gern zumindest noch eine Rauchbombe, dass ich immer so zwei in der Hinterhand habe. Noch 738 Pansonen, was jetzt unbedingt nicht so viel ist. Können dann hier nochmal die Salben kaufen, dann haben wir 10 Stück davon und da waren es nur noch 300. Was gibt es denn hier Tolles, wenn das so ein extra, so ein abgesperrtes Feld ist? Irgendwas Neues? Nein. FOMO. Und ich laufe hier momentan mit Hutschick und Genki rum, weil dann können wir Genki auch mal ein bisschen leveln. Vor allen Dingen macht Genki hier bei den meisten Gegnern auch doppelten Schaden. Dann geht das alles ein Ticken schneller. Gut, dann müsste Genki jetzt Level 25 sein. Jawohl. Alles klar. So, dann gucken wir doch mal, was gibt es denn hier noch so Tolles. Hier geht es gar nicht großartig weiter. Ich würde aber fast sagen, wenn wir hier nochmal ins Gebäude gehen, da ein bisschen geguckt haben, grasen wir erstmal das da unten nochmal ab. Gucken mal. Was zum Beispiel da war auf jeden Fall noch eine Quest. Was habt ihr hier zu erzählen? Gök. Hey, du! Wir haben hier draußen nicht viele Besucher. Langweilig? Ja, schon. Das war ja auch Sinn der Sache, sich irgendwo niederzulassen, wo es ruhig und möglichst weit weg vom geschäftigen Stadttrubel ist. Aber mein Freund hat ja nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag fernzusehen. Gib ihm noch eine Chance. Ja, natürlich. Sollte ich das? Ich überleg's mir. Und was machst du hier draußen? Surfen. Ja, das war der Plan, aber wir haben nicht ein einziges Surfbrett gefunden. Okay, man muss die also finden. Man kann die nicht kaufen. Sehr, sehr dubios alles. Vagantio. Verdammt, ich bin den ganzen Weg hier hochgekommen und ist kein Kuchen übrig. Was für eine Zeitverschwendung. Den ganzen Weg von wo? Das Sofa, Mann. Ich fühle mit dir. Ich bin kein Mann. Kann ich helfen? Hast du Kuchen? Ja, wirklich? Es ist eine Lüge. Danke fürs Gespräch. Hast du noch irgendwie anders? Irgendwas anderes zu erzählen? Ach komm schon, der Saft ist auch alle. Kann man ihm hier irgendwie Kuchen geben und kriegt dann was dafür? Vielleicht bilde ich mir da jetzt auch nur was ein. Oh, hier gibt es noch eine Kiste. Zweimal Duft. Wir haben zweimal Duft bekommen. Gut, dann mal hier runter. Können wir auf jeden Fall, wenn wir da unten waren, das Gebiet da komplett abhaken, soweit. Zumindest auf der rechten Seite. Links gibt es halt noch ein paar Sachen. Da braucht man Bergsteigerausrüstung. Und ich würde fast drauf wetten, dass man die in den Aquamarinenhöhlen bekommt. So. Ich finde ja, Temtem ist auch nicht unbedingt so ein Let's Play-Projekt. Temtem ist, wenn überhaupt, mehr was für Stream. Weil es hat schon, diese Längen kommen halt in Let's Play nicht so wirklich toll.
Mit Stream kann man das halt einfach mitnehmen, ja, und das war's dann. Das ist halt schon ein bisschen doof. Und normalerweise müsste ich gerade so, wie sich das Spiel streckt, am Tag schon so 3 Videos zu einer halben Stunde raushauen, damit ich einigermaßen vorwärts komme. So ist das echt alles ganz schön blöd. Lorenzo! Hallo Reisender, ich bin Lorenzo oder der salzige Renzo, wie man mich hier nennt. Der salzige Renzo. Das ist doch mal ein Spitzname. Erfreut, dich kennenzulernen. Giulia schickt mich, um Salz zu holen. Wie komme ich dort hoch? Dort auf die Mauer, meinst du? Gar nicht. Also, außer du hast Kletterausrüstung. Aber meine Salzarbeiter sind dort. Und mir wäre es recht, wenn du ihn nicht im Weg herumtrampeln würdest. Okay. Salzig? Es ist nur ein Witz. Ich bin nicht wirklich salzig, aber mir gehören die Salzwerke dort drüben. Wir sammeln Meerwasser in den Verdunstungskammern, bis das Wasser vollständig evaporiert ist. Und dann ernten wir das Salz. Es besteht aus feinen, geschmackvollen Flocken. Das ganze Archipel wird sein Essen mit meinem Seesalz. Ich muss gehen. Bitte gib deinem Leben etwas Würze. Okay. Der salzige Renzo. Weisheiten fürs Leben. Was bist du? Wer bist du? Schwimmnabändiger. Das ist ja mal total kreativ. Hey du, der Surfer. Weißt du nicht, dass diese Riffe gefährlich sein können? Wie gefährlich? So gefährlich, dass du manchmal einen Schwarm wilder Kalazu in den Korallen findest. Oder einen ungezähmten Bändiger. Einen ungezähmten Bändiger. Ha, du bist ja witzig. Das hätte ich kommen sehen sollen. So. Level 25. Okay. Dürfte auf jeden Fall noch nicht reichen, aber wir sind gut dabei. So, kein Thema. Ich habe kurz überlegt, ob ich Hutschik schon heile, aber ich glaube, ich warte da noch ein bisschen mit. Du hast mich dieses Mal erwischt, aber ich werde mich bessern. 72 nur. Es ist ja echt ganz schön mager, Kollege. So, und wir gucken uns hier das alles mal ganz genau an. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Turquesa. Okay, dann müssen wir also dahin. Aber wir gucken erstmal hier. Was haben wir denn hier noch so? Was gibt es denn hier für ein Temtem? Ich grase jetzt die ganzen Felder ab. Ah, nur ein Saipat. Die ist jetzt ein bisschen mager. Aber okay. Nehmen, was ich kriegen kann. Wie im echten Leben. Nein, nicht ganz so extrem. Vielleicht ein bisschen. So, was mit dir? Minus. Guten Tag, bist du auf dem Weg nach Turquesa? Ja. Na dann, genieße unser kleines Städtchen. Was tust du hier? Bin ein Angler, also angle ich. Ich passe auf meine Kinder auf und versuche ihnen mehr zu bieten, als ich hatte. Eines Tages sind sie Temtem-Veteran oder Temporium-Leiter oder Dojo-Meister. Irgendetwas Gutes, das nichts mit der See zu tun hat. Alles, aber nicht die See. Warum denn? Kein Angler wie du? Die Silaro ist eine strenge Gebieterin, mein Freund. Sie mag hübsch auf dich wirken, aber du solltest sie einmal in einer stürmischen Nacht sehen, wenn die Mistrale deine Segel zerreißen wollen. Nein, mein Freund, wenn ich irgendetwas daran ändern kann, sollen meine Kinder ein besseres Leben haben. Das ist nobel. Kann ich dir dabei helfen? Helfen? Der Wille zählt, mein Freund, aber falls du meine Kinder nicht gerade einen Platz an der Universität von Arbury sichern kannst, es muss doch etwas geben, das ich tun kann. Ich weiß nicht. Ich schätze, sprich am besten mit meiner Frau. Du kennst deine eigenen Kinder nicht so gut. Ich habe zu viel Zeit auf hoher See verbracht. Ich habe so viel in ihrer Kindheit verpasst. Ich bereue viel, mein Freund. Dann frage ich ihre Mutter. Danke, mein Freund. Sie ist
Pasife, Fei, ich habe keine Ahnung, wie dieses umgedrehte E da, oder dieses E mit diesen beiden, genau, umgedrehte E, alles klar, mit diesen Doppelpunkten da, wie man das ausspricht. Sie müsste zu Hause sein, gleich dort drüben. Okay, immer davon, ja gut, dann wird das hier sein und in dem Feld gibt es wahrscheinlich auch nichts Tolles. Was ist denn hier so los? Ist aber schon eine etwas größere Hütte. So, bist du das? Ja. Nochmal hallo. Wegen Fedra. Sag mir. Also. Ich muss noch mit dir sprechen. Das war Moment. Gegen Asterion. Mein Junge? Ja. Also. Ach, ich muss erst mit den... Ah, okay. Ich muss erst mit den Kindern hier reden. Ariadne. Hallo? Schicke Zeichnung. Oh, danke. Ich weiß, die Hände sind ganz falsch. Hände zu zeichnen ist schwierig. Manchmal zeichne ich nur Temtem, weil das einfacher ist. Manchmal. Also willst du eine Künstlerin werden? Ja, aber ich weiß, dass es fast unmöglich ist. Meine Familie hat nicht so viel Geld und als Künstlerin verdient man nicht viel. Also, vielleicht werde ich fischen, wie Papa. Ich suche dir einen Lehrer. Wow, das wäre großartig. Es gibt diese Künstlerin Ara. Ich liebe ihre Zeichnungen von Naturtemtem und omnisischen Luftbildern. Denkst du, du könntest die fragen? Ich werde es versuchen. Vielen Dank. Vielleicht kann ich es dir zurückzahlen, indem ich dein Porträt male. Wildfremd, Temtem-Bändiger. So richtig in heroischer Pose. Ich werde Ara für dich finden. Großartig, danke. Ich mache das hier fertig und starte dann eine neue Reihe. Ich hoffe, wenn du wiederkommst, kann ich sie Ara zeigen. Gut. Moment, du warst jetzt... Ariadne. Meine Älteste. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie will eine Künstlerin werden. Ich bin sicher, dass sie genug Talent dazu hat, aber ist das eine kluge Wahl? Sie wird nicht viel Geld als Künstlerin verdienen und wir können sie nicht mit viel unterstützen. Hast du eine Idee, wie du ihr helfen kannst? Ich kenne jemanden in Omnisien. Wirklich? Du bist voller Überraschung. Vielen Dank, dass du meinen Kindern hilfst. Das bedeutet mir viel. Krieg doch bestimmt hier eine Belohnung, wenn ich mit allen geredet habe, oder? Mach eine Pause, okay? Wer bist du? Ich bin hier, um dir zu helfen. Wie? Was willst du studieren? Ich werde eine Temtemologin. Ich interessiere mich für alle wissenschaftlichen Aspekte der Temtem. Kannst du mir damit helfen? Ich könnte Professor Konstantinos fragen. Was? Du kennst den berühmten Professor Konstantinos? Er ist eine Koryphäe, ein strahlendes Licht der Temtemologie. Er ist mein Mentor. Wow. Kannst du mit ihm sprechen und ein gutes Wort für mich einlegen? Vielleicht braucht er einen wissenschaftlichen Assistenten oder sowas. Sicher, das mache ich. Danke dir vielmals. Jetzt habe ich erst recht einen Grund, dieses Kapitel heute zu beenden. So, dann reden wir nochmal mit dir wegen Fedra, genau. Sag mir, ich habe mit ihr gesprochen. Sie will eine Temtemologin werden. Glaubst du kannst damit helfen? Ich habe gehört, die Universität bleibt gerne unter sich. Also, was ist dein Plan? Frage Professor Konstantinos. Das ist sehr freundlich von dir. Wir wissen es sehr zu schätzen, wenn du ein gutes Wort bei jemandem wie dem Professor einlegst. Oh, alles klar. Und dann hätten wir hier bitte noch... Nee, mit dir habe ich schon geredet. Dann bleibst nur noch du hier. Asterion. Wusch, Sam, Sam. Oh, hallo. Willst du mit mir spielen? Luftpiraten gegen Luftschiffkapitäne. Willst du später mal Kapitän werden? Eines Tages, ja, aber ich bin zu jung, sagt mein Papa. Dabei habe ich einige Jungen in meinem Alter im Terminal gesehen. Sie sind Schiffsjungen oder sowas. Ich will auch fliegen. Vielleicht kann ich dir helfen. Wirklich? Vielleicht kannst du einen Kapitän überzeugen, mich aufzunehmen. Ich werde mich benehmen und alle Befehle befolgen, versprochen. Wenn Mama sagt, dass es in Ordnung ist? Ich hoffe, sie sagt ja. Ich packe meine Sachen. Wow, nie im Leben, sagt die ja. Nie im Leben. Mein Junge, ja? Ich habe mit ihm gesprochen. Er möchte auf einem Luftschiff arbeiten. Aber meint ihr das ernst? Luftschiffe können gefährlich sein und es ist ein einsames Leben. Also was wirst du nun tun? Ich werde mit einem Luftschiffkapitän sprechen.
Gute Idee. Ich bin sicher, du wirst jemanden am Schalter in Arisola finden. Okay, für die Mutter geht das mal eben so klar. Wie alt sind die denn hier? 12, 13, 14? Und Kinderarbeit brauchen wir jetzt mal gar nicht anfangen. Alles sehr dubios. Okay, interessant. Oh, da haben wir noch eine Kiste. Zweimal Seesalz. Eine Handvoll Fleur de Sel aus den Türkeser Salzwerken. Diese delikaten, berüchtigten Flocken sind ein vielseitiges Gewürz. Können zu einem guten Preis verkauft werden. Okay, was mit dir? Glaukus. Hallo, das hier ist mein Lieblingsort zum Schwimmen. Schwimmen? Das ist doch nicht mehr als eine Badewanne. Naja, Papa sagt, ich darf erst in der Silaro schwimmen, wenn ich 7 bin. Aber das dauert noch so lange, fast ein Jahr. Aber es ist schön hier, ich kann so viel planschen, wie ich will. Und kein Erwachsener scheltet mich dafür. Manchmal darf ich auch mit Papas Umishi spielen. Es ist so cool. Was willst du tun, wenn du groß bist? Oh, ich weiß nicht. Gerade habe ich sehr viel Spaß damit, ein Wassertemtem zu sein. Yay! Ja. Omoti mal wieder. Da gibt es immer eine Menge davon. So, gleich Strom. Dann bist du jetzt auch erledigt. Wunderbar, dann können wir weiter. Aber ich bin jetzt schon so ein bisschen am Überlegen, ob ich hier dieses Let's Play, also diese, aus diesem Let's Play nicht eher so ein Let's Try mache. Ich wollte eigentlich so weit bis aufnehmen, bis das mit dem ganzen Temtem-Züchten anfängt. Aber das ist echt schwierig zu sagen, wie weit das noch ist. Und ich habe jetzt auch schon 17, 18 Videos. Also das zieht sich alles ganz schön extrem. Deswegen würde ich sagen, ist halt mal die Frage an euch, wollt ihr mehr davon sehen oder nicht? Ich tendiere momentan wirklich dazu zu sagen, okay, ich konzentriere mich lieber auf was anderes. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war's erstmal wieder von mir und vielleicht bis bald.